Rena Sorbach, ihr seid Vizepräsidentin vom Verwaltungsrat vom Spital Wallis. Ihr habt heute hier die Bibel vom Spital Wallis veröffentlicht, also ein strategisches Papier, das 5 Jahre ausgelegt ist. Warum braucht es das? Ich denke, das ist sehr wichtig, dass alle vom Gleichen reden, vom gleichen Ziel, das wir haben, vom gleichen Weg, den wir haben und vor allem von der gleichen Werte. Das ist durch mich extrem wichtig, dass man von oben bis unten in etwa das Gleiche redet. Apropos Werte, ihr habt dann auch 5 Werte, die ihr zugrunde legt, denke ich, als Fundament von diesem Papier, eure Nachhaltigkeit aufführen. Was hat das mit dem Spital Wallis zu tun? Ja, ein Spital Wallis muss nachhaltig sein. Das heisst, wir können nicht einfach, wenn irgendetwas Neues kommt, das gerade kurz machen und dann nach einem Jahr sagen, jetzt ist das wieder vorbei. Wir müssen schauen, was sind für Entwicklungen und Tendenzen, wo wollen wir wirklich nachhaltig sein. Und nachhaltig heisst für mich auch jemand im Spital pflegen, dass er nachher, wenn es irgendwie geht, auf einem guten gesundheitlichen Zustand wieder bleibt und nicht wieder am Nachmittag wieder ins Spital kommen. Das ist für mich auch nachhaltig. Neben diesen Werten, wie jetzt Nachhaltigkeit, die wir jetzt gerade zusammen angeschaut haben, habt ihr euch Herausforderungen oder Schwierigkeiten, die sich der Institution in Zukunft stellend angeschaut? Da dazu gehört eben die demografische Entwicklung. Habt ihr da ein Rezept, wie ihr dem Problem entgegnen wollt? Nein, da haben wir sicher kein Rezept. Das ist nicht nur eine Herausforderung, das ist also nicht nur etwas Schlechtes. Es ist auch schön, dass diese Leute immer älter werden. Und die meisten sind ja bei sehr guter Gesundheit. Sie werden einfach älter und die letzten 3 Jahre weiss man statistisch, dass man einfach Unterstützung und Hilfe braucht. Und das wird überall so sein. Das ist in ganz Westeuropa ist das ein grosses Thema. Das ist hier nicht anders. Und da muss man mit den anderen Partnern rundum schauen, dass man das kann machen, dass das für alle stimmt. Was ihr vorher euch mit euren Kollegen mehrfach euch während der Pressekonferenz Medienorientierung habt, ein paar Mal angesprochen, ist die Wichtigkeit von diesem Dokument gerade euch in Zeiten, wo ihr grosse Bauprojekte habt, hier Zeiten und Sprig. Wieso ist gerade das in diesen Zeiten euch wichtig, so ein Dokument? Ja, so grosse Projekte machen immer Unruhe. Vor allem in der Bauphase gibt es sehr grosse Unruhe. Das müssen ja nachher nicht zusammenschliessend zur Folge. Und erst recht, der ist wichtig, das wissen alle. Zuerst kommt der Patient und dass es dem Personal auch gut geht. Und dann brauchst du die Werte, die Ausrichtungen. Das finde ich extrem wichtig. Nur eine abschließende Frage, ein bisschen persönlichere Frage. Ihr habt euch emotionale Videos gezeigt. Was geht auch durch den Kopf, wenn ihr seht, was die 5200 Mitarbeiter hier täglich leisten im Spital? Ich komme selber von der Pflege, also ich habe 40 Jahre lang irgendwo in der Pflege gearbeitet. Und für mich ist vor allem die Aussage, die eine Pflegende gesagt hat, scheitert sich immer überlegen, was der vis-à-vis der Patient teichen, wie es ihm da ging in der Stelle. Und ich habe eigentlich immer so gepflegt, was teicht er da oben, wenn ich jetzt das müsste durchmachen. Und ich glaube, wenn man das im Kopf hat, macht man eigentlich das Richtige. Man weiß ja, was man gerne hängen, also muss man dann auch pflegen. Und ich finde, das ist immer emotional, wenn jemand krank ist oder wenn er Geburt oder was auch immer. Wer hat es gerade in der Familie so etwas erlebt? Das ist immer sehr grosse emotionale Sachen, die auch schön sein können. Und im Spital gibt es häufig sehr schöne, glückliche Augenblicke.